Oh nee, jetzt sag nicht. Jetzt sag nicht, dass das nur die Scheide des Schwerts ist. Oh, oh. Die Scheide? Ja, irgendwas stimmt nicht mit der Scheide. Ist das ein Trick? Ha, ich wusste es nicht, also hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Ja, jetzt kapiere ich. Das Schwert klebt da irgendwo drin in der Scheide und die kriegen es nicht raus. Für einen Moment dachte ich, wir müssten durch eine zweite Fabrik laufen, um auch die Klinge zu finden. Nicht mehr. Oh Mann. Aber das Spiel ist noch nicht so uralt und die Grafik. Das war ja schon ein deutlicher Hinweis, dass wir das Schwert gefunden haben. Ich habe mich nur plötzlich wieder in die 90er zurückversetzt gefühlt. Anfang der 90er meine ich. Aber egal, machen wir weiter. Haha. Bösewicht taucht auf. Bösewicht 2x2. Ryoga persönlich. Oh, großartiger Job Area. Ryoga. Nein. Nein. Wir konnten dieses heilige Schwert nicht einmal berühren, aber es reagiert zu dem Klingenfechter? Wer hätte das gedacht? Ein Beschwörer wie Gedam könnte es natürlich nehmen können. Aber ihm war gerade langweilig. Was? Warum bist du hier? Unsere Pläne sind alle auf dem Weg. Selbst wenn du sie nicht bewegst, wenn du sie nicht bemerkst, darum bin ich hier. Das ist eigentlich nicht eine Antwort, aber egal. Könntest du mir bitte die Dämonenklinge geben? Es tut mir leid, dass ich nach dem ganzen Effort es dir wegnehmen muss. Nein! Was für eine Antwort hattest du überhaupt erwartet? Du wirst Versiegel Gura also versiegeln, egal was passiert. Ist das das Versprechen des Handwerksritters? Ein Versprechen stärker als Stahl? Naja, du lässt mir keine andere Wahl. Ich muss es dir mit Gewalt nehmen. Gut, jetzt ist es deine Sache, schwarzer Schwertmann. Schwarz? Naja, dunkelgrau. Ah ja, toll. Autsch. Okay. Wieder zurück zu der Axt, die wirkt anscheinend besser. Jetzt wünschte ich, ich hätte mich zurückgegeben. Take this. Autsch, autsch. Ey, verdammt, er hat das auch. Okay, jetzt hätte ich doch lieber gespeichern sollen, was? Mal sehen, wie viel Schaden ich damit anrichten kann. Oh, verdammt, der da. Er rennt auch noch rein, der Dämler. Okay, gut, das wird dann ein bisschen ernster. Autsch. Der haut zu. Ey, bleib hier, bleib hier. Damit ich Magie anwenden kann. Zu spät. Na gut, diesmal ist er direkt reingerannt. Okay. Autsch, autsch, autsch. Ha, diesmal habe ich das abgelenkt. Ha. Okay. Jetzt schnell heilen. Und dann wollte ich nochmal... Gut, wir sind... Autsch, wir sind miserabel vorbereitet. Aber wir haben ihn trotzdem schon die Hälfte der Trefferpunkte abgenommen. Ha. Dank meiner müden Partnerin. Ha. Machen wir das mal gleich nochmal, wo wir schon dabei sind. Autsch, autsch. Wir werden das nächste Mal auf uns zurennen. Ah, verdammt. Bleib weg, du verdammter Knick. Ah, verdammt. Scheiße, zu weit weg. Jetzt rennt er weg, statt auf uns zuzukommen. Immer schlecht. Ha. Okay, nochmal schnell heilen. Und jetzt können wir ihn mit der Axt vermöbeln. Oh ja, und es sieht aus, als hätten wir ihre Hilfe komplett aufgebraucht. Erwischt. Ha, eine Combo-Attacke. Ja, zugegeben, er war eine größere Herausforderung. Vor allem, weil ich nicht perfekt vorbereitet war. Aber hey, dafür gibt es auch ordentliche Erfahrungspunkte. Yay, deiner halt Astralwache gelernt. Gucken wir uns mal nachher an, was das ist. Und besiegt. Ha! Du bist besiegt. Einer der ersten Kämpfe, wo deiner mehr gemacht hat als Ariel. Das ist auch ein Jubiläum. Ja, jetzt bist du enttäuscht. Ich werde es mehr Magie lernen sollen statt Schwertkampf. Ah, du bist besser geworden, Ariel. Wir werden uns jetzt erstmal zurückziehen, bevor du uns alle brutal ermordest mit deiner Axt. Verdammt, ich passe mir in die Hosen.
Warte, Ryoga. Ariel. Nein, ich habe zu viel Angst. Tschüss. Und... wollte er sich nicht zurückziehen? Stattdessen wird er plötzlich mächtig. Was ist diese starke Macht? Ja, ja, jetzt weißt du Bescheid, Ariel. Obwohl du im Mono shiften kannst, kannst du mich nicht besiegen. Ja, vor allem, weil ich den Kristall nicht aufgeladen habe. So, dass ich diese Macht nicht mal anwenden kann. Wenn du mich stoppen willst, wirst du viel stärker werden müssen. Upp, und er verwandelt sich wieder zurück. Und verschwindet. Na gut, das war sinnlos. Puh, na gut, wir werden am Leben bleiben. Gut, dass unsere Feinde so dumm sind. Hey, geht's dir gut? Na ja gut, wir haben die Dämonenklinge. Sollten nach Hause gehen. Ha, gute Wahl, Meister. Genau, wir haben das magische Schwert Dämonenklinge gefunden. Können wir uns das angucken? Und ausrüsten? Dann kann ich nämlich gucken, wie stark das Ding ist. Ach ja, das ist eine dieser Plot-Sachen, die man sich nicht ausrüsten kann. Schade eigentlich. Wir haben haufenweise Erz und anderes Zeug eingefangen. Aber immer noch kein Harz, verdammt. Ja, das Ding muss ich wieder aufladen. Das kann man nämlich nur einmal anwenden. So lange, und dann ist es wieder entladen. Man müsste in diesen Roboterknilch rennen und so weiter. Okay, ich muss mal heilen. Und jetzt könnte ich mich da gleich zurückziehen, aber ich versuche nochmal durch die Tür zu kommen. Aber wahrscheinlich müssen wir wieder hierher zurück später. Aber das müsst ihr euch jetzt nicht antun. Okay, hier seht ihr auch auf dem Rückweg dieses goldene Löwen-Triceratops-Roboter-Ding, mit dem wir solchen Ärger hatten. Wir haben es leider nur kurz gesehen, weil ich jetzt Level stärker bin und es leider sofort zerkloppt habe. Aber hey, setzen wir den Rückweg fort. Okay, jetzt habt ihr das Viech mal gesehen, was ich beim ersten Mal vergessen hatte zu nehmen. Mal sehen. Ich kann die Tür immer noch nicht öffnen. Benutzen wir mal die Flucht. Und da sind wir. Ha, direkt am Anfang. Genau, wir haben die Dämonenklinge. Die ist zwar in unserem Inventar unsichtbar, aber wir haben sie wirklich wahr. Hier ist der Plot-Coupon. Jetzt bring uns zurück. Oh, du siehst so schlecht aus. Was ist passiert? Oh, nee, nichts wirklich. Mir geht's gut. Ich meine, wir sind zwar nur den Bösewichten begegnet, aber die sind so nuschig, die brauchen wir gar nicht erwähnen. Ariel, du lügst schon wieder. Du lernst zu schnell von mir. Ach, jeder macht sich schon Sorgen. Ich sollte mich mal selbst aufheitern. Ach, du tust nur so, als wärst du glücklich. In Wirklichkeit hast du es zu lügen. Ach, können wir jetzt bitte zurückkehren? Ja, ja. Okay. Auf nach Hause und Teleport. Also das ganze Teleportieren hat keine schlechten Nebenwirkungen. Hey, Guys, wir haben die Dämonenklinge gefunden. Wirklich? Hey, gute Arbeit. Ah, sie freut sich auch. Oh, und jetzt bedankt uns jeder sich nur... Oh, gut, die haben Gnade gezeigt, nur 3 von 4. Danke, danke ihr alle. Jetzt können wir Gouda wieder versiegeln. Noch nicht. Hä? Da sind 4 Dämonenklingen. Nein, bitte, tu das mir nicht an. Was? Genau meine Reaktion. Warum bist du so überrascht? Da sind 4 von diesen komischen Festungsdingern. Oh, ja, verdammt. Nein, ich dachte, das wäre so wie mit Mega Man. Wenn man die ersten Stages besiegt hat, kommt nur Dr. Wily. Verdammt, ich habe zu viel Mega Man gespielt. Na gut, das kann ich jetzt... Oh, deiner. Ich zähle wirklich auf dich, Ariel, auf dem Boden der Tatsachen zu halten. Das musst du nicht extra sagen. Naja. Jetzt sei nicht so enttäuscht, du hast zumindest 1 von 4 Schwertern. Ha, du hast recht. Wo sind die anderen? Natürlich, ich weiß, wo die sind. Na, naja, jetzt müssen wir die anderen 3 Schwerter suchen. Ja, naja, keine Angst, wenn wir die gefunden haben, ist alles vorbei. Na, naja, genau, aber dann wird Bruno uns präsentieren, die 4 Schilde der Dämonen. Und die 4 Rüstungen der Dämonen. Und die 4 Helme der Dämonen. Und die 4 Turnschuhe der Dämonen. Es wird niemals enden. Jetzt werde ich auch langsam müde hier. Unsere Hauptpersonen sind alle geschafft von dem Stuss. Was? Ich habe gehört, dass Gabriel und die anderen nicht hier sind.
Nina sagt, sie sind schon längst gegangen. Ja, während Urin und Tatjana die hinterhergejagt sind. Xerina hatte plötzlich Probleme und sie sind abgehauen, um sich darum zu kümmern. Ah, ich sehe. Wenn Xerina nicht hier ist, können wir Bruno nicht kontaktieren. Das würde Probleme verursachen. Tja, unsere Hände sind gefesselt. Gabriel und Xerina haben ihre eigenen Leben. Das war übrigens ein Hinweis an euch beiden, dass ihr uns nicht ständig hinterherläuft. Ja, stimmt, wir können sie nicht dazu zwingen, uns zu helfen, wenn irgendwas nicht stimmt. Nadine bemerkt natürlich überhaupt nicht, auf was Ariel jetzt hinweisen sollte. War wahrscheinlich zu subtil. Beim nächsten Mal muss Ariel dann ihre Axt nehmen und sie bewusstlos schlagen, damit sie es kapieren. Tja, Ariel, hast du Passau gesehen? Nein, sie haben wir nicht gesehen. Zwar praktisch jeden anderen aus unserer Bösewicht-Liga, aber die nicht. Tja, kann man nichts ändern. Aber wir haben Ryoga und den schwarzen Schwertkämpfer gefunden. Tja, die interessieren mich eigentlich nicht, aber danke, dass du mir das sagst. Ich weiß nicht warum, aber Ryoga tauchen immer auf, um uns aufzuhalten. Und in der seltsamen Umkehrung von RPG-Klischees schaffen sie es nicht, uns aufzuhalten, stattdessen gewinnen wir ständig. Andererseits, wer Final Fantasy kennt, ist wahrscheinlich froh, dass wir mal auf der Siegerseite sind. Und Passeur wird wirklich irgendwann mal auftauchen, das hoffen wir. Entschuldige, Ariel. Ich weiß, du hast eine harte Zeit. Und ich rede die ganze Zeit über mich. Hey, bisher bist du diejenige, die am wenigsten redet von all diesen Schwätzern. Keine Angst, Nina. Mir geht's gut. Und Dina ist mit mir. Tja, ja. Nur zur Vorsicht. Danke, Dina. So, und jetzt gehen wir auch zurück. Ich gehe auch zurück. Danke. Na, was ist? Charge Gem. Das darf ich nicht vergessen. Jetzt kann ich mich wieder mal in einen Roboter verwandeln. Oder vielleicht sollte ich ja sagen, einen Robot-Master. Na gut, die Anspielung hat wahrscheinlich auch fast keiner verstanden. Okay, jetzt aber mal speichern. Oh ja, jetzt sind wir 2 Level hochgestiegen und an der Grenze zum nächsten. Aber dafür haben wir auch gelernt, dass wir das Spiel erst zur Hälfte geschafft haben und nicht gänzlich. Meine Hoffnungen sind zerstört. Okay, da sind wir wieder und machen weiter. Hier haben wir was in der Feuerfestung gefunden, wo wir schon mal waren. 5 Schatztruhen, wo wir Waffen reinlegen und rausholen können, wenn wir brauchen. Ich weiß noch nicht, bis jetzt hatte ich keine Probleme. Wir haben von jeder Waffe sogar mehr als eine Version. Und wenn wir eine neue Waffe schmieden wollen, können wir eine alte auseinandernehmen und haben dann wieder den. Ich habe keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Kriegen wir am Ende wirklich so viel Erz, dass wir das brauchen mal? Naja, gut zu wissen. Und unser Rank. Und erzählen uns nur Quatsch, den wir schon wissen. Ich dachte, er sagt uns noch genaueres über unseren Rank. Er sagt ja nur, wenn wir besonders viele Blitzlichter in der Luft sehen oder so ein Quark. Und Waffentechniken. Aha. Bestiary. Nothing special. Oh, ach so, der hat mir Informationen gekauft, da hätte ich mir... Oh. Aber er hat uns netterweise auch noch dieses komische Dorn-Ding gekriegt. Eine Paralyse-Attacke. Könnte vielleicht mal nützlich sein. Denn jetzt haben wir 9 Lichterze, 2 Hörner, dieses Ding. Und wir können es entweder zum Upgraden benutzen oder eigene Waffen draus schmieden. Naja, wenn wir dadurch keinen höheren Rang kriegen, weiß ich auch nicht mehr, was ich tun soll. Ah, das ist auch das Neueste, was ich höre, dass wir anscheinend begrenzten Platz für neue Waffen haben. Also jetzt haben wir jetzt schon jetzt von manchen Waffen mehrere Versionen, wie in diesem Fall. Wenn ich zum Beispiel das hier haben will, eine bessere Version dafür haben will, kann ich das erstmal auseinandernehmen und eine neue Waffe machen. Also ich meine, ich bin jetzt ja schon ein bisschen überpowered, also vielleicht gegen den nächsten Gegner wieder. Das nochmal? Ah, hier war das. Wow, ich habe das Spiel fast durchgespielt, ohne diese 4 Optionen zu finden.
Ah ja, aber dann sieht man, dass das Spiel wirklich ein bisschen leicht ist. Gucken wir uns das mal an. Quest-Items. Ah ja, eine der Dämonenklingen. Jetzt wissen wir also, wo diese unsichtbaren Gegenstände hin verschwunden sind, die ich vorher zu dumm war zu finden. Ah, gut. Hier sind wir die ganzen Waffen, die wir schon mal zusammen geschmiedet haben. Zumindest die Schwerter. Äxte. Anscheinend haben wir da eine ganze Menge übersprungen. Was wir natürlich hier zu sehen kriegen, sind manchmal Kombinationen und sowas. Wenn wir irgendwelche bizarren mit Materialien wie hier das Gale-Erz reinsetzen. Oder nein, Moment. Genau, das ist bloß das Erz, das wir dazu verwenden. Na egal. Man sieht also, man kann eine ganze Zeit damit zubringen, einfach nur alle möglichen Erzsorten durchzuprobieren, in allen möglichen Kombinationen und zu gucken, was man da für Waffen kriegt. Und jetzt gucken wir mal, wo wir sind. Unsere fortgeschrittenste Waffe ist die Balanced Ad Lance. Die ist auf Platz 10 von 40. Okay. Also noch im unteren Tier fast. Und unsere schwere Axt, auf die wir so stolz waren, ist immerhin auf Platz 11 von 40 möglichen Axtsorten. Naja gut, ich muss sagen, also wenn ich wollte, könnte ich also ein Dutzend Videos nur damit zubringen, neue Waffen zu schmieden. Und hier können wir uns die ganzen Gegner, die wir im Laufe der Zeit gesehen haben, nochmal ansehen. Ah gut, einige fehlen hier noch. Ja, wir sind bis Platz 40 ungefähr gekommen, wenn ich die Lücken mitzähle. Ah ja. Ich schätze, hätte ich diese Option ein bisschen früher entdeckt. Oder nicht aus irgendeinem Grund wieder vergessen zwischendurch. Dann wäre mir wahrscheinlich aufgefallen, dass wir das Spiel noch lange nicht durch haben. Ach, naja. Sorry. Hätte ich also wahrscheinlich nochmal 40 Videos machen müssen. Okay, dann geht's jetzt erstmal ans Schmieden. Überspringen wir mal die Rückreihe.